Ja, hallo und willkommen bei Mist Survival auf meinem Kanal. Zurück in der Welt des Nebels. Die Auszeit war ja sehr kurz, aber ich habe mir so gedacht, ich war ja am Wochenende in Hamburg und da waren die Cruise Days und gestern, als ich in Zug saß, habe ich so ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen, zum Nachdenken und hier und da und so weiter und so fort. Und da habe ich mir so gedacht, ja, wir könnten mal etwas ausprobieren. Und das habe ich jetzt schon vorbereitet ein bisschen. Ich war offline-Modus fleißig, habe diverse Bäume abrasiert, kastriert und so. Deswegen liegt ja noch alles mögliche an Gelumpe rum. Ich möchte mal etwas ausprobieren. Aber vorher, ich glaube, das sammle ich mir noch mal kurz ein, ne? Weil ich glaube, besser Aktion sauberer Wald. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Das klappt also tatsächlich. Als ich vorhin im Offline-Modus ausgemacht habe, hatten sie da nichts dabei. Also der Trick ist auf jeden Fall, einmal kurz neu starten und dann haben die alle was dabei. Und sogar was zu fressen, sehr gut. Ja, ja, ich weiß, was zu schnabulieren. Etwas zum Essen, zum Verköstigen, zum, ja. Wir bereiten vor uns einen Tisch mit vielen Gaben. Was die uns so gaben. Vorher Namen. Ja. Ich muss alles mitnehmen. Und da komme ich hier halt auf ein paar Ideen, weil halt nicht so. Ne, ist halt nicht so viel zu tun gerade. Und deswegen rede ich manchmal ein bisschen Blödsinn. Egal. Ja. Ich mache mich auch gleich auf. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob hier noch mehrere liegen von den Exemplaren, von den Experten, die irgendwas dabei haben könnten. Ich mach mal Loot All. Mal seh und staun, ich mache Loot All. So. Der noch. Auch Loot All. Oh mein Gott, lohnt sich. Ich glaube, das ist vom Entwickler, glaube ich, so gewollt, dass man nur noch auf diese Art und Weise Loot kriegt. Andere Loot-Sachen gibt es, glaube ich, nicht mehr. Dann soll er das mit dem Benzin aber auch wegmachen. Dann soll er irgendwie eine Sache finden, so eine Art Taschenraffinerie, wo man dann zum Bohrturm immerhin muss, ein bisschen Öl sich da klauen muss, glauben muss, besorgen muss. Und dann macht man sich dann mit der Taschenraffinerie sozusagen ein bisschen Benzin. Ne, den lassen wir liegen. Da Plätsch nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, wer weiß. So, da liegt noch einer. Was hast du dabei? Oh, Kartoffel. Und ein bisschen Salz. Gott erhalts das gute Salz. So. Mein Gott, wenn wir mal keine Blätter brauchen, dann finden wir sie in Massen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Tüchlein in Ehren. Gut, dann haben wir die mal kurz abgelootet. Machen wir es mal auf und dann möchte ich euch mal kurz erklären, was ich dann vorhabe. Wird ein bisschen dauern. Ich habe zwar ein bisschen was gesammelt dafür, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen mehr benötigen dafür. Ach, da liegen noch welche. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Welle, diese Zäune drumherum, ob die wirklich, also so einen hundertprozentigen Schutz bieten die nicht. Man kann sich hier umbauen im Nebel, okay, da kommen die nicht. Also, wenn man schläft, dann kommt da in der Zwischenzeit die Zombies, dann kann es sein, dass sie hier runterfallen. Einfach irgendwo. Ich hatte im Offline-Modus, als ich ein bisschen mich vorbereitet habe, lag hier einer. Der ist dann irgendwie in der Nacht, wo ich geschlafen habe, dann hier rein gespawnt. Während des Tages, glaube ich, ist das, glaube ich, ganz safe im Augenblick. Dann kommt man, glaube ich. Irgendwann werden sie wahrscheinlich über die Zäune klettern können, weil es gibt ja diese Aktion hier mit dem Wall, dass hier steht, dass die Schutz bieten für Außengebliebene, aber bei den Hühnergittern steht das nicht. Glaube ich zumindest. Ich sehe einen Mist for cattle. Naja, aber im Augenblick bietet das noch Schutz. Wir können theoretisch noch einen draufsetzen. Wir setzen nur einen drauf, wie immer. Dann soll es aber doch, denke ich mal, sicher sein. Ich glaube, da rechnet das Spiel nicht mit. Wenn es funktioniert, einfach noch eine draufsetzen, dann sollte es auch funktionieren. Da brauchen wir natürlich wieder eine Menge Stickies und Components für.
Wenn man jetzt da noch einen draufsetzt, da noch über einen drauf, das könnte man vielleicht machen, zum Testen. Weil die große Wall aus Baumstämmen, da braucht man eine Menge. Ich weiß, wovon ich rede. Ihr werdet gleich erfahren, was ich meine. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vor. Mein Gott, drei Kartoffeln, meine Güte. Wir haben ja das nur mit Deutschen zu tun. So, ein paar Blätter, das ist ganz gut. Dann nehmen wir noch eben kurz das hier. Und ein paar Ästchen. Ein paar Ästchen in Ehren, kann niemand verwehren. Da freue ich mich einen Ast ab. So, haben wir noch irgendwo Platz für irgendein Gelumpe? Irgendein Gelumpe. Die packen wir mal erstmal hier mit rein. Die können wir uns auch grillen, theoretisch. So, das Döschen. Komm, tun wir mal erstmal hier rein. Und das Döschen kommt da mit rein. So. Ich glaube, vom Loot her, ich glaube, man soll die Munition sich holen. Genug davon und dann die Zombies und Banditen und Nachtschwärmer ausschalten. Und da kriegt man Loot. Und das ist, glaube ich, gewollt von den Entwicklern. Aber wie gesagt, dann sollte das mit dem Benzin dann auch eine andere Lösung geben. Ja, das war's. Dann machen wir uns mal auf. Das, was ich eigentlich wollte. Wir steigen in unser Mistomobil. Fahren einmal los. Und dann zeige ich euch mal, was ich vorhabe. Was ich mir so gedacht habe, überlegt habe. Es könnte funktionieren. Wir hatten ja immer so das Problem mit der Straße hier, dass unsere Nachbarn ja alles mitkriegen. Wenn wir mit dem Auto fahren vorbei, die Straße war ja nicht sicher. Ich wollte mal probieren, so eine Aktion, sichere Straße. Das gilt natürlich nicht für den Bären. Das wollen wir die natürlich verwehren. Nicht verwehren. Keine Ahnung. Ich rede da wieder so Blödsinn. Ich weiß. Der Bär ist zum Glück gerade nicht da. Das ist gut. So, dann hoffe ich mal, da ich erstmal die Banditen kurz ausschalten kann, bevor ich euch zeigen kann, was ich vorhabe. Ich parke erstmal hier. Nimm mir mal eben kurz meine Snipe. Und geh mal da hoch. Vielleicht eine gute Idee von hier vielleicht. Dann sehen die mich vielleicht nicht sofort. So, wenn ich auf dem Hügel bin und so. Sollte funktionieren. Ich hoffe, es klappt jetzt mal ganz gut. Ihr wisst ja, ich bin kein guter Kämpfer. Ich bin ein typischer Überlebender. Verzweifelter Überlebender. So. Wie ist der Radius der Waffe? Das Problem. Kann ich den von hier aus schon mit einem Schuss erledigen? Wahrscheinlich nicht, ne? Bei unserem Glück wird das nicht funktionieren. Okay, da ist einer. Klappt nicht. Siehst du? Ah, die reagieren nicht einmal darauf. Siehst du, das ist noch zu weit weg. Was? What? Ah, der hat's gehört. Alles klar. Alter. Ich bin der beste Schütze der Welt. Okay, ich muss mir eine andere Position suchen. Okay, die dürfen nicht zu weit sein. Also. Und wenn einer da schon nah dran ist, dann hört er das. Okay, es sind drei Stück. Machen wir uns mal ein paar Schuss. Wir machen wieder ein bisschen Experimente. Sowieso. Das ist eine kleine Special-Folge. Wir wollten ja eigentlich schon längst in Pause, in Urlaub gehen. Aber bringt nichts. Wir müssen ein bisschen weiter experimentieren. Erst haben wir ein bisschen Experimente mit dieser Special-Folge. Wir warten immer noch darauf, bis das Minen sich öffnet. Immer noch zu warten. Oh, Alter! Alter, nein, in dem Moment geht er weg. Alter. Da ist ein anderer.
Ja, so weit weg. Alter, ich hab mehr Glück als Verstand, ey. Mehr Glück als Verstand. Alter Finne, ey. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin der schlechteste Kämpfer der Welt. Der beste Schütze, der schlechteste Schütze der Welt. Aber kriegt ein bisschen Belohnung. Sehr gut. Und eine Waffe noch, eine M4. Cool. Wo ist der andere Knabe? Lässt aber alles da. Seit Schokoriegel. Schön. Auch sehr selten geworden heutzutage, die Schokoriegel. So, hier ist noch nichts mehr, ne? Gut, was ich eigentlich vorhatte. Jetzt kann ich ja mal eben kurz den Wagen holen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, in dem Moment spawnt hier kein Arsch. Ich hoffe nicht. Befürchte schon. Naja, wie gesagt, ich bin nicht der beste Kämpfer, also nicht der beste Gamer. Aber deswegen guckt ihr mir ja auch zu. So, was ich vorhatte. Safety Street. Eine sichere Straße. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist, also wenn man hier vorbeifährt, die erschießen dann sofort, sehen uns ja und schießen auf unseren Wagen. Was ist, wenn man denen die Sicht nimmt? Was ist, wenn man jetzt diesen Ball hier nimmt und den jetzt hier so vorsetzt. Den hier quasi einen kostenlosen Ball hinsetzt. So nach hier. Sieht wahrscheinlich scheiße aus, wenn es nicht so gewollt ist. Wenn ich das hier so hinsetze und dann so weitermache, wird ewig dauern. Wahrscheinlich kommt da 10.000 Mal der Nebel dazwischen. Wenn ich das hier so unschön hinsetze, müsste doch funktionieren, oder? Könnte doch eigentlich. Wenn die dann dahinter laufen, wenn einer mal da so vorläuft, ist auch egal. Dann den kann man vielleicht notfalls. Wobei, ja, weiß ich nicht. Einer kann auch einen guten Schaden anrichten. Einer richtet auch einen guten Schaden an, glaube ich, aber müssen wir mal probieren. Einfach mal testen. Wir haben gerade eh nichts Besseres zu tun. Von daher machen wir es einfach mal so. Der eine steht immer da, ne? Da sollte man vielleicht ein bisschen so hinsetzen. Schade, dass sie nicht wie bei den Hühnergittern so aneinander ploppen. Da kann man nicht dafür sorgen, dass das gerade ist. Aber was will man. Was verlange ich da? Was verlange ich denn da für Mist? Ich hoffe nur, dass das einigermaßen aussieht. Muss eigentlich überhaupt nicht. Es muss einfach nur effektiv sein. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das hier gut ausschaut. Naja. Da steht immer einer, ne? Da steht immer einer. Aber wenn der da steht und uns nicht so sehen kann, dann nehmen wir den die Sicht. Wir nehmen den einfach mal die Sicht. Wir klauen denen die Sicht. Vielleicht klappt das. Wir werden eine Menge Baumstämme brauchen. Wir bauen es einfach mal hier hin. Solange wir überlappen können, ist das egal. Wir bauen hier mal einen guten Schutzwall. So, das noch hier hin. So, und dann sollte das noch funktionieren. Der steht aber immer hier, ne? Das haben wir einige gebaut. Die Tische sind, glaube ich, die Anzahl, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Alter. Das dauert ewig. Wir brauchen 2 Stunden, 12 Baumstämme, 8 Bretter, 20 Nägel. Das dauert. Das wird dauern. Aber könnte doch funktionieren, oder? Wenn das einmal hier so voll steht und sich die Banditen dahinter verkriechen und da so bleiben,
Könnte man vielleicht einen sicheren Weg haben, hier vorbeizufahren, ohne dass sie uns killen? Könnte funktionieren, oder? Das Spiel dürfte darauf nicht vorbereitet sein. Vorsicht. Ich sollte mal gucken, wo ich hinfahre. So. Wir haben ausreichend Bretter dabei. Zu viele Bretter, natürlich. Viel zu viele Bretter. Loot all. Loot all. Loot all, loot all, loot all. So, das lassen wir auch mal hier. Einmal wegpacken, den Schokoriegeln futtern wir uns nachher. Um 9:30 Uhr. 9:30 Uhr in Deutschland. Zeit für den Knoppers. Ja. So, wenn wir uns jetzt... Ah, Werkzeug brauche ich nur. Vorsicht. Vorsicht, Junge, Vorsicht. Es könnte auch funktionieren, oder? Es könnte funktionieren. Ich pack das mal hier. Ich nehme mal das mit. So. So, wenn ich jetzt versuche, das schon mal anzufangen. So. So. Komm. Wenigstens schon mal die... Also, ich brauche... Naja, ich muss eine Menge Bretter... Eine Menge Bretter, die Welt bedeuten. Wo ich dabei haben. So. Wir brauchen eine Menge Holz. Eine Menge Baumstämme. Wir testen es mal. Haben wir eh gerade nichts zu tun. Großartig. Dann können wir es auch mal testen. Oh nein. Ich gehe dann. Ich übernachte nicht da drin. Nein, das mache ich nicht. Ah, das ist der. Die Zombies und der Bär. Sollte mal interessant werden. Der läuft ja jetzt schon weg. Der kleine Scheißer. Sollten wir uns mal ein Hotelzimmer nehmen? Vielleicht klappt das ja. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Klappt noch nicht. Ich gehe mal ins Hotelzimmer. Oh Mann! Fucking Alter! Okay, die geht. So, ein schön gemütliches Hotelzimmer. Mit nichts drin, weil wir schon da waren. Respawned. Nix. Ich glaube, das ist der Sinn des Entwicklers. Wir sollen einfach die umbringen und nur so Loot bekommen. Gute Nacht. Haben wir uns mal ein Hotelzimmer genommen. Haben wir uns mal ein Hotelzimmer gegönnt. Das gönnen wir uns einfach mal. Wenn wir schon mal hier sind. Wir sind auf Montage. Gönnen uns mal ein Hotel. Wo wir nach Hause müssen. So, Bandit bitte weg. Die müssen eigentlich noch weg sein, hoffe ich. Ich hoffe, wir werden es irgendwie hinkriegen. Es dauert natürlich einen Augenblick. Ich hoffe dann nicht, dass in dem Moment die Banditen hier wieder spawnen. Das wäre nicht ganz so toll. Wir brauchen eine Menge Baumstämme. Aber ist ja auch eine gute Idee, die ich vielleicht habe. So, das reicht noch nicht so ganz. Aber wir können theoretisch... Das Fleisch notfalls. Mal ein bisschen mal futtern. Futtern wie beim Muttern. Essen wir mal das Stückchen Fleisch. Trinken mal die Buddel leer. So. Jetzt haben wir 9:30 Uhr verpasst.
Aber der Knoppers, das Knoppers wird ja nicht schlecht. So. So, okay. Den Nebel haben wir hinter uns für den Tag. Der Nebel ist hinter uns. So, das ist mit Brett, mit Baumstämmen voll. Das auch. Das auch. Den brauchen wir noch. Und den noch. Zwei Stück. Nur mal zum Gucken, wie es ausschaut. Wir müssen auf jeden Fall noch ordentlich Baumdinger fällen. Hallo. Danke. Hä? Okay. Jetzt ist der Bandit gerade verschwunden. Ich hoffe nicht, dass er jetzt irgendwann... Das würde mir nicht gefallen. Die Gefahr ist natürlich groß, dass der jetzt in dem Moment hier auftaucht. So, ich glaube, ich habe nur noch Bretter, ne? Ich glaube, ich habe nur noch Bretter dabei. Zu viele Bretter. Mal kurz schauen. Bretter sind da. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen was sägen. So, das machen wir uns noch fertig. Und die zwei noch. Dann holen wir uns noch ein paar Bretter. Dann fangen wir mal an, dass wir mal die ersten fertig bauen. So, die waren hier. Loot all. Ein paar Nägel. Die waren wo? Nägel waren wo? Da war Nägel. So, das sollte reichen. Hoffe ich. Dann bauen wir den ersten mal auf. Und gucken mal, wie es ausschaut. Dauert Zeit und ist gefährlich, was wir hier machen. Die können jederzeit spawnen, glaube ich. Sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Wir sollten Pause machen. Es wird dunkel. Wir gucken das mal kurz an. Ja, sieht doch gut aus. Siehst du? Die können von der Seite schon mal nicht sehen. Wenn wir jetzt von da kommen und richtig daran vorbei düsen, dann haben wir, glaube ich, schon safe. Dann sind wir, glaube ich, schon safe. Den vielleicht nochmal kurz suchen. Das müsste eigentlich schon ausreichen. Na, komm schon, bei dich! Alter, fick die Hölle. Ich steig ein, ich hau ab. Hallo, einsteigen. Hallo. Boah, die Lampe, ne? Sollte der Entwickler auch mal langsam mal ein bisschen heller machen. Warum macht er das nicht? Ich verstehe es nicht. Auf welchem Grunde ist das nicht möglich? So, wir übernachten nochmal. Nehmen wir uns mal kurz ein Zimmer. Gucken, dass wir mal schnell reinkommen, sicher, bevor die anderen Gäste auch ein Zimmer wollen. So, vielleicht klappt das ja. So, gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen. Hoffentlich schaffen wir es. Ohne Störung. Oh, ich habe Hunger und Durst, Alter. Naja, ich schlafe am nächsten Morgen. Ja, wunderbar. Hat funktioniert. Nee, hat nicht funktioniert. Oh, Alter. Ich muss essen und trinken für die Energie. So spare ich ein bisschen. So, okay, wunderbar. Dann essen wir mal kurz unser kleines abgehangenes Ratten-Bären-Spießlein. Und ich hoffe, die Banditen sind immer noch weg. Das wäre nicht gut. Dauert aber echt lange, bis man dieses komische Spieß da auch futtert. Wir brauchen nochmal einen neuen Bären, ne? So, Montagezimmer. Sehr gut.
Ich hoffe, sie sind noch weg. Theoretisch könnte das jetzt schon helfen. Das könnte jetzt schon helfen. Siehst du? Könnte schon. Siehst du mal, ist doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht brauchen wir die anderen gar nicht. Theoretisch. So, was brauchen wir hier noch? 8 Bretter und 20 Nägel. Haben wir die noch? Habe ich noch, okay. Ist doch cool. Finde ich cool. Ich finde die Idee gut. Ich finde es gut. Theoretisch. Guck mal. Theoretisch haben wir schon. Wenn wir jetzt vielleicht noch. Warte. Einen vielleicht noch. Einen vielleicht noch, oder? Wenn wir da vielleicht von hier kommen. So langen Brettern. Hier unten vielleicht. Und das ist zu. Ja, zwei Stück vielleicht noch. Zwei vielleicht noch. Wir brauchen also wie viel? Wir brauchen 20 Stück. Klauen wir dir mal kurz ein paar Bäume. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Dass das dann nicht mit dem nächsten Laden oder mit dem Update dann plötzlich verschwindet. Was wir uns denn hier die ganze Mühe, die wir uns da machen. Hallo. Ich baue die ganze Zeit auf. Ich hau die ganze Zeit auf das Tree Bark. Alter. Bin auch schon wieder intelligent. Sehr intelligent. Sehr intelligent. So. Das nehmen wir uns auch noch. Wie war das? 20 Stück brauchen wir, ne? Das ist viel. Das ist viel. Das ist viel. Aber was tut man nicht alles, um ein bisschen Sicherheit zu haben? Was tut man nicht alles für ein bisschen Sicherheit? Wir haben jetzt wie viel? Ah, 5 Stück, Alter. Das war ja echt der Hammer. Das hat sich ja echt nicht gelohnt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Braucht vor allem so lange. Ich habe das jetzt Hammer, der kann, glaube ich, keine Bäume fällen, ne? Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, haben wir mal jetzt eine interessante Special-Folge eingeschoben, nachdem wir eigentlich Urlaub machen wollten, ein bisschen Ruhe, ein bisschen erstmal abwarten wollten. Habe ich mir, wie gesagt, im Zug überlegt, das könnten wir vielleicht mal testen. Wenn wir denen die Sicht nehmen, dann müssten wir eigentlich eine sichere Straße haben. Nehmen erstmal nur die Bäume mit. So, jetzt haben wir 10, ne? 4, 5, 6, 10. Stamina ist noch voll. Die 2 mache ich, glaube ich, dann noch. Und dann den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir, glaube ich, schon genug. Das ist ganz gut. Gute Idee, glaube ich. Sollte funktionieren. Hoffe ich. Aber ich denke mal schon. Bauen wir denn hier Hallo. Bauen wir denn hier kostenlos eine kleine Wand, einen kleinen Schutzwall. So nett sind wir zu unseren Nachbarn. So nett. Und die? Die machen uns hier das Leben zur Hölle. So. Zwei Bäume noch. Also der noch und noch ein anderer. Dann sollten wir es haben. So, ich glaube, die längeren, kleinen, schmalen, hohen Dinger geben, glaube ich, mehr, ne? Ich glaube, die geben mehr. Sicher wäre ich mir nicht, aber ich glaube schon. So, jetzt haben wir 15, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 15. Jetzt gehen wir nochmal kurz dahin. In die Nähe. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder da. Das wäre nicht ganz so toll. Wir nehmen mal den mit. Der ist hier ein bisschen näher. Also ich finde es cool. Wunderbar. So, die kleine Special-Folge. Ich hoffe, es gefällt euch, da ich das nochmal eingeschoben habe, dass ihr mich dann doch nochmal sehen konntet und nicht noch ein bisschen Pause vor mir haben konntet, wie ich es eigentlich angedroht habe. Aber die Special-Folge wollte ich einfach einschieben zum Testen.
ob es funktioniert. Oh Mann! Komm schon, der letzte noch. Oh. Alter. Geht doch. Achtung. Baum fällt. Sehr gut. So. Das haben wir so alle. Oh, ich bin voll. Ich bin sowas von voll. Egal. Den nehmen wir uns auch noch mit. Pack, passt. Wunderbar. Cool. Ast ist auch. Naja. So. Cool. Gefällt mir gut. So, du noch. Das dauert aber lange, Alter. Na gut, ich habe aber alles dabei. Das ist ja. Deswegen dauert das so lange. Ich habe alles am Material dabei, was ich brauche. Brauchen wir nur noch ein bisschen. Nur noch die 5. So, wunderbar. Cool. Super. Absolut perfekt. Holen wir uns noch die anderen. Dann haben wir uns hier eine sichere Straße gebaut. 2, 3. Haben wir jetzt alle? Hä? War es alle? Okay, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Na gut. Da liegt noch welche. Da liegt noch einer. Oha. Okay. Wie konnte ich den übersehen? Wie konnte ich den übersehen? Theoretisch können wir den hier auch noch weiterbauen. Da haben wir den auch noch fertig. Den können wir eigentlich auch noch bauen hier. Oder? Na komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Machen wir das noch. Wird nebelig, ne? Ich glaube, wird bald nebelig. Haben wir noch irgendwo einen hohen Baum? Will ich mal testen. Wir könnten noch mal kurz was trinken. Habe ich was dabei? Wir haben ordentlich Durst. Da sind hohe Bäume. Das könnte bestimmt einer sein. Der könnte vielleicht Erfolg bringen. Dann machen wir den auch fertig. Komm, da haben wir jetzt ordentlich einen schönen Wald umgezogen. Da haben wir hier unsere Straße sicherer gemacht. Da können wir so einfach wunderbar schön sicher daran vorbeidüsen. So ist mein theoretischer Plan. Wie es in der Praxis ausschaut, müssen wir mal testen, wenn die Banditen wieder da sind, ob es dann funktioniert. Aber theoretisch müsste das funktionieren. Praktisch weiß ich nicht. Ob die dann wirklich dann da. Oh, okay. Ich sag dazu nichts. Mein armes Auto. Mein armes Auto. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 3, 5, 6. Einer mehr war das, okay? Einer mehr. So, den noch. Da haben wir es geschafft. Dann seid ihr erlöst. Dann seid ihr absolut erlöst. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Gefällt mir. Das sieht ganz. Vor allem, das sieht. Oh, mein Gott. Wenn die Banditen nicht wiederkommen, dann machen wir uns dann eine Basis. Aber die kommen natürlich wieder. Die kommen natürlich wieder. Ich habe Hunger, ich muss es essen. Ich hatte noch eine Dose, ne? Die nehme ich gleich nochmal mit. Die esse ich mir vielleicht mal gleich kurz. Oder habe ich die eingepackt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe die eingepackt, ne? Ja, scheiße. Ich habe die in den Schrank geräumt. Ich habe die nicht dabei. So ein Ärger. Da ist noch zu. Ah, den können wir uns noch essen. Ein. Ja. Ein Mittagssnickers. Ein Mittagssnicker. Das können wir uns mal gönnen. Na komm. Ich habe viel zu viele Bretter dabei gehabt, aber ich glaube. Nägel haben wir auch noch genug. So, wunderbar. Machen wir uns das Rest auch noch zu. Und dann sollte das hier eigentlich eine safe Stelle sein. Dann können die uns nicht mehr sehen, wenn wir hier vorbeifahren. Sollte funktionieren. So, das war's.
Ah, das nehmen wir auch noch mit. So, siehst du? Von hier aus sehen die nicht mal die Straße. Der Typ, der steht auch meistens hier so. Wenn er hier so steht. Ja, müsste eigentlich ganz gut sein. Ja, siehst du? Da kommen wir hier. Nur fast können wir hier lang fahren, dann sehen die uns auch nicht. Dann fahren wir hier so vorbei. Und dann sagen wir Hallo. Hallo, moin. Guck mal. Das sieht doch cool aus. Das hat sich gelohnt, die Arbeit, finde ich. Das ist doch cool. Aktion sichere Straße. Aktion saubere, sichere Straße. Wenn die natürlich jetzt hier vorspawnen, das haben wir natürlich ein Problem, ne? Dann, ja, dann ist es nicht ganz so. Naja, aber wenn ihr innen drin. Wir probieren es mal. Wir haben mal was Neues probiert. Gut, Freunde, das war die Folge. Eine kleine Special-Folge. Ich weiß nicht, ob es noch eine weitere geben wird. Vielleicht machen wir auch jetzt endgültig mal eine kleine Pause. Aber wir schauen einfach mal. Vielleicht habe ich noch andere Ideen, die ich mal testen werde. Eins wollte ich mal ganz kurz testen. Warte mal, im Café. Es gibt doch auch noch diesen Turm, ne? Auf meinem Gelände konnte ich den nicht bauen, komischerweise. Wie sieht es denn hier aus? Warum kann ich nicht bauen? Warum kann ich diesen Turm nicht bauen? Diesen Greenprint. Ne? Damit ich dann Bescheid weiß. Warum kann ich das nicht? Ich kann das Ding nicht aufbauen. Warum nicht? Ich kann alles bauen, siehst du? Den kann ich bauen. Aber den richtigen Turm. Oder brauche ich dafür. Ah, warte. Ich brauche dafür bestimmt ein neues Level, oder? Weil das geht ja. Oh, der eine Turm hier. Ich brauche da bestimmt ein Level für. Bei der Werkbank oder so, oder? Drehen kann ich ihn auch nicht so richtig. Keine Ahnung. Ich habe da ja einen Tipp. Keine Ahnung. Ja, das war eine kleine Special-Folge. Wie wir unsere Straße ein bisschen sicherer gemacht haben. Wir sammeln noch ein bisschen Treebark ein. Und dann machen wir uns auf, wieder zurück. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich meine Gedanken hier mal in die Tat umgesetzt habe, die ich während der Bahnfahrt so hatte. Was einem so für Gedanken kommen, ne? So, wunderbar. Wir steigen auf unser Auto, gucken einmal von hier einmal drauf. Na komm. Das ist unsere sichere Station ab sofort. Aktion sichere Straße. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, mich zuzugucken. Noch einmal. Auch wenn ich eigentlich ein wenig Pause und Ruhe machen wollte. Aber das musste ich mal eben kurz machen. Und ich denke mal, es hat euch auch gefallen. Ja, also dann. Wir sehen uns wieder, auf jeden Fall. Entweder später, wenn die Mine auf ist. Oder mit einer weiteren Special-Folge. Je nachdem, was ich so für. Mein Gott. Ich muss was trinken. Je nachdem, was wir dann für. Was mir noch für Einfälle kommen, für Ideen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Das sollte funktionieren. Theoretisch, mal sehen. Haben wir uns halt mal ein bisschen. Aua. Das sollte funktionieren. Denke ich mal, ne? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wenn die natürlich jetzt hier stehen, ne? Naja, aber wenn man von hier vorbeikommt, dann müsste der Schnelligkeitsfaktor bei uns eigentlich siegen. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn die Banditen wieder da sind, fahren wir hier einfach mal lang. Ja, Freunde, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und chill mit Ö. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine kleine Special-Folge auf meinem Kanal von Miss Survival. Also dann, macht gut. Gerne mal Tipps, Tricks, Anregungen, Kommentare unten reinkritzeln. Und ja, Daumen nach oben wäre auch sehr nett. Und dann sage ich, macht gut, bis zum nächsten Mal mit einem weiteren Spielevideo auf meinem Kanal. Also dann, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn dann. Ciao mit Frau, schön mit Öl. Macht gut. Und immer schön dem Nebel fernbleiben. Nicht vernebelt sein. Die gute Carmen Nebel anbeten. Und nicht vermisst sein. Das ist das Wichtigste.
Und ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Es ist 20 vor 4. Haben wir uns da gut verdient. Benzin müsste es bald wieder geben. 59. Genau, müsste es bald wieder kommen. Mal sehen. Ja, dann, das war wie gesagt die Special-Folge von Miss Survival, wo wir uns die Straße sicher gemacht haben. Safety first. So, jetzt habe ich es. Aktion sichere Straße. Aktion sicherer Highway. Also dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und.